Der Kinderadvent in der Marktgemeinde St. Lorenzen im Mürztal erfreut sich großer Beliebtheit. Organisiert wird er von der Lorenzer ÖVP, die auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm sorgt. Daher zu Gast die Rosecker mit den jüngsten der weltweit sehr erfolgreichen Tanzgruppen. Heute geben hier die Kinder, Jugendlichen den Takt an. Es ist der dritte Lorenzer Kinderadvent. Der ist sehr, sehr gut besucht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Toll organisiert von unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist einfach eine Freude, hier und heute da zu sein. Mache ich ganz gern und man sieht es im Hintergrund, dass es einfach gut passt. Unsere Gäste, die wir da gehabt haben, haben für gute Stimmung gesorgt. Die Kulinarik ist bestens vorbereitet. Auch die Aussteller sind mit sehr, sehr schönen Produkten hier. Handwerkskunst, und ich glaube, das ist speziell regionale Handwerkskunst. Die muss man immer im Vordergrund haben. Und natürlich auch das Wohlergehen der Kinder, dass sie sich hier vergnügen, dass sie sich wohlfühlen. Eine tolle Veranstaltung, also kann ich nur gratulieren und bin froh, dass wir das hier in St. Lorenzen haben. Eine Herausforderung ist auch die Organisation und Vorbereitung. Schon, aber es ist der dritte Kinderadvent, den wir machen. Wir wissen eigentlich schon, was wir zu tun haben. Wir haben ein ganz eifriges Team hinter uns und somit funktioniert es. Aber wir haben 7 Bastelstationen, eine davon im Freien, wo man Adventgestecke binden kann. Wir basteln an Nikolaus, genauso wie Sterne zum Aufhängen, alles rundherum. Beim Neva kann man Kerzen ziehen, da weiß man mal, wie das funktioniert, mit Bienenwachs. Aus Pappbecher kannst du einen Engel basteln, also ist wirklich für Groß und Klein was dabei. Ein herzliches Danke an alle, die gekommen sind. Engel Anna hatte viel zu tun, die Wünsche der Kleinen einzusammeln. Also ich bin heute da, um einfach mit den Kindern wertvolle Zeit zu verbringen. Wir malen da, wir schreiben Briefe an das Christkind. Ich werde die dann mitnehmen und persönlich beim Christkind abgeben. Die Liste war lang und sehr vielseitig. Ein Dorf, ich möchte auch ein Dorf haben. Kleidung für mein Stofftier. Ich wünsche mir ganz viele Züge, der ist weiß. Und dann habe ich mir dazu gewünscht, einen Lego-Duplo-Zug. Ich wünsche mir ein Star Wars-Kostüm mit einer Maske und Schwert und wo ich die Sterne beobachten kann. Auch Bürgermeister der Nachbargemeinde St. Marein hat vorbeigeschaut. Ja, als Bürgermeister von St. Marein kommt man auch die Nachbarorte ab in dieser Zeit, so wie gestern in Durna, heute in St. Lorenzen. Das ist immer wieder eine hervorragende Sache, wenn hier in Lorenzen die ÖVP St. Lorenzen diese Sache, diesen Termin hier wahrnimmt und eine Veranstaltung macht, wo die Kinder auf ihre Kosten kommen, wo auch die Eltern da sind und ein bisschen gustieren können. Das ist insgesamt eine wunderbare Sache, hier zu sein.